Händle aus dem Ländle, das Podcastle mit Axel und Flo. Da sind wir wieder, nachdem wir ein bisschen länger hinwarten müssen, ist hier die nächste Folge von unserem Podcastle. Hallo Axel. Hallo Florian, grüße dich. Lang nichts mehr von dir gehört. Du warst lang weg aus meinem Leben. Du warst im Urlaub. Ja, ich habe mich einfach mal kurz zur Erholung begeben. Richtung Süden, das weiß ich noch, nach Italien, aber dann ist irgendwie sämtliche Spuren sind dann von dir verschollen gewesen. Erzähl mal. Ich habe mich im Sand eingraben und habe einfach den Herrgott in gutem Maß sein lassen und jetzt bin ich erholt wieder zurück und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch dringend wieder eine Folge aufnehmen. Wir wissen bloß noch nicht, über was wir eigentlich schwätzen sollen. Doch, Moment mal, du warst im Urlaub, ich war in dem Urlaub. Du erzählst mir jetzt, wo du warst und was du da drüber hast. Sand, das heißt, du warst tatsächlich am Meer, am Strand, oder wie? Ich war unter anderem auch am Meer. Mhm. Und wo genau? In der Toskana. In der Toskana? Du musst ganz ehrlich sagen, weiß nicht, was du gerade durch. Hinter Hanne neben mir eine Bierdose stehen. Und die erinnere mich jetzt gerade an der schiefe Turm von Pisa. Da war ich auch. Ernsthaft? Ja, da war ich auch. Ja, jetzt. Und Pisa, weißt du, Pisa? Auf Deutsch, wir waren in Pinkeln. Eieiei, was war jetzt das? Ich hoffe jetzt nicht, dass es dein Hosenlader war. Boah, Schützer, hast du auch Fläschchen aufgemacht? Ja, wenn du mit einer Dose kommst. Hast du schnell also ich habe aber keins aus Italien mitgebracht, sondern eins aus dem Ländle. Ja, dann stoßen wir mal an. Prost. Mhm. Ah, schon viel besser. Also gut, ihr wart in Pisa. Warst du auf dem Turm drauf? Nein. Also in Pisa vor dem schiefen Turm, da ist eine Menschenansammlung, da ist quasi Vase und Dreck dagegen. Und man sieht den eigentlich kaum. Vor lauter Touris, die komische Pose machen, dass man auf dem Bildle nachher sieht, wie die den schiefen Turm versuchen da aufzufangen. Mhm. Also die Idee, dass man den schiefen Turm angucken könnte, haben wir nicht so exklusiv gehabt. Und das trübt es dann, finde ich, fast so ein bisschen, wenn man so, da kommt man sich vor wie so Ameis. Hat an dir gekämpft mit eurem kleinen Husl? Ja, aber nicht in Pisa. Aber man war da ein bisschen südlich von Pisa. Da gab es einen hübschen Campingplatz mit einem Pinienwald. Und da konnte man einfach, sagen wir, nichts machen. Ich habe dich ja vorher gefragt, was hast du in der Zeit gemacht? Im Vergleich zu dir, in meinem Urlaub habe ich auch nichts gemacht. Bloß habe ich es halt billiger nichts gemacht, weil ich war daheim und habe daheim nichts gemacht. Das ist ein wenig günstiger gewesen. Und ich habe keinen Sand zwischen der Zeit erkannt. Ich habe ein paar Ladungen Sand mit heimgebracht, die habe ich aus meinem Auto inzwischen wieder rausgekehrt. Sandmännchen, du. Und wir haben euch ernährt, erzählt doch mal, ich war schon ewig nicht mehr beim Camper, haben mit dem Gaskocher, Kochrezenter das Restaurant gegangen. Ja, das ist ganz komfortabel, beides. Und da kannst du ja wahnsinnig viel eigentlich machen auf so einem Campingplatz. Feuerstelle, das kam aber. Du machst deinen Kocher an. Aha. Und dann? Und da kannst du ja allerhand, also du könntest quasi auch Linse mit Spätzle auf dem Campingplatz kochen. Könntest, das heißt, du hast es gemacht. Ich habe es kurz überlegt tatsächlich, aber dann war ich irgendwie doch zu faul. Oh. Weil da braucht man dann ja doch arg viel Equipment, das musst du dann ja alles dann wieder zum Spüler tragen und dann musst du wieder zurück und du weißt doch, man muss doch im Urlaub auch mal einfach faul sein. Das heißt, ihr halt was kocht? Wir haben mal grillt, wir haben mal Reis mit Kokos und weiß nicht was gemacht. Also es war natürlich fast jeden Tag Nudeln, das ist ja klar, weil wir waren ja in Italien. Euer Reis ist auch kein Risotto, ja. Risotto, genau, haben wir auch gemacht. Wobei ich glaube, Kokosnüsse wachsen nicht in Italien. Es war so nicht ein rein italienisches Gericht, aber egal, Und natürlich die echt schwäbische Pizza. Mhm. Das wäre doch eher. Und die schwätzt genauso schwäbisch wie bei uns, die Ober, wenn du Pizza bestellst, dann sagen die Buonasera und dann frage die auch, va bene? Und dann sage ich ein Ober, keine Ahnung. Va bene Italiener, va bene, ja Schwab. Genau. Wie war das Wetter? Das war gemischt, also es war besser als bei euch in der Zeit, aber es war meistens okay. Campingplatz voll gewesen? Und nicht ganz, aber wir waren nicht allein. Wart auch Schwaber unterwegs, da unten? Natürlich. Also aus Ui halt. Triffst überall. Echt, okay. Aus welcher Gegend? Stuttgart. Gut, aus Stuttgart kommen im Urlaub ja immer alle Schwaber, weil wenn man die fragt, wo kommen die her? Stuttgart. Woher genau? Und dann sagen die, Gebinge. Reutlinger, Heilbronn, alles Stuttgart. Da war aber auch welche aus Ravensburg und mit BL-Kennzeichen und so. Ah, oh, aus meiner Heimat, gut. Ich habe auch welche gesehen. Ich habe mit dir geschwätzt, aber
Vielleicht war ich wieder so schüchtern. Ich habe mich nicht verstanden. Ja, ich bin da im italienischen Schwäbisch. Ja, das genau. Kann ich nachvollziehen. Ich hätte auch meine Probleme manchmal. Aber. Also was hast du jetzt in Italien gemacht, was mit am Bodensee machen kann? Nix. Gar nichts. Okay, du hättest jetzt auch in der Bodensee. Mit dem Hund. Ich bin rumgestrackt am Strand. Beim Bodensee sagst du immer, wenn ich den See sehe, brauche ich mehr, mehr. Genau. Und das wäre also letztlich auch alles am Bodensee gegangen. Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Das bis auf das, wenn du dann rauskommst und alles salzig schmeckt, das kriegst du am Bodensee nicht so einfach hin. Da brauchst du dann einen Salzstreuer hinterher. Also ich kenne jemanden, der fährt schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, jedes Jahr fährt er auf der gleichen Campingplatz bei Venedig, ich weiß nicht, 2 oder 3 Wochen lang und die verlassen dann in der Zeit nicht ein einziges Mal, außer mit der Heimfahrt wieder diesen Campingplatz. Die essen die gehen dort den Strand, die nutzen die Infrastruktur. Ich finde es ein wenig schräg, aber ich wollte wissen, ob du da vielleicht ein bisschen kreativer und offener warst. Also wir sind ja zum Beispiel nicht ganz direkt dahin gefahren, sondern haben uns unterwegs auch schon ein bisschen was angeguckt. Und zum Beispiel, wir haben gleich mal angefangen am Comer See. Ah. Como, das ist jetzt nicht Schwäbisch, sondern ist Französisch. Comment, ja. Ça va. Immerhin hat der Hansi Müller früher dort mal Fußball gespielt. Da wohnt viel, ich glaube, der George Clooney, hat ich mal gedacht, wohnt am Comer See. Letztes Jahr eine Gläser. Ist auch so ein alter Schwab. George Clooney, absolut. Ist das nicht der mit dem Capsules-Café? Ja, genau. Also, siehst du. Der Erfinder vom Capsules-Café ist der George Clooney. Wieder. Und wer jetzt auch dort wohnt, hat ja auch gewusst, der Adriano Celentano, auch ein richtiger Urschwab. Azzurro, richtig schwäbische Wort für blau, genau. Ich finde es wunderschön, dir ist da niemand begegnet. Oder haben wir dich für einen prominenten Kalter vielleicht fort? Nö. Vielleicht hätte ich dich gerade mit George Clooney verwechselt, hätte ja sein können. Ich glaube, das könnte höchstens sein, wenn man ganz nah an die Espresso-Tasse zoomt. Siehst du. Vielleicht die Körperhaltung. Also kommen wir sehen. Da sind wir nachgefahren bis zum Schieferturm von Pisa. Die italienischen Orte, die wecken bei mir immer so ein bisschen schwäbischen Sprachgebrauch. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Como gibt es so einen Ort, der heißt Camalada. Also da war ich gleich auf der Suche, wo mein Handy da reinstecken kann. Camalada. Oder Parma ist nicht schwäbisch. Parma ein Schäßler-Schwätzer. Parma. Wieso drauf vorbeigefahren? Da gibt's oder, Käse. Oder La Spezia. Du, Axel, bist ja mein Spezi. Und wenn du jetzt aber eine Frau wärst oder sich so fühle, Dätsch oder so, dann müssen wir das ja gendern und dann wäre das ja La Spezia. Mhm. Oder nein? Ich weiß es nicht. Das und weißt du, wo ich auch vorbeigefahren bin? Bei dem Marmor. Mhm. Carrara. Kennst du Carrera? Kannst du auch der Carrara holen? Das machen die nicht. Die fahren dann mit dem Karren auf und holen dann der Steuerra. Aber Carrara. Ist auch schwäbisch, oder nicht? Ja, kann man so sehen. Hast du, warte mal, wenn das Marmor-Ding interessiert mich, jetzt waren die da so ein Marmorsteuerbruch? Nein. Wir sind bloß dran vorbeigefahren, haben sie gesehen. Du bist Ibra vorbeigefahren, irgendwie das Gefühl, dass deine Bremse drehen funktioniert. Könnte es sein. Oder dass vielleicht war ja auch bloß zu faul zum Aussteigen. So ist das mal in Australien gegangen. Da bin ich mit dem Bus nach Copper Valley. Nein, wie heißt das nochmal? Nein, Copper Weiler. Nein. Das ist gleich der Hände bei uns. Nein. Wie heißt denn noch? Mir hat es ja schon mal davon gehört, wenn im Podcast was wieder nicht eingefallen. Ah, Copper, wie heißt denn das nochmal? Copperfield. Nein, Copper Patty. Wo sie, weißt du, in so Erdhöhle da wohnt, wie so heiß ist. Und da wird opal geschoben. Da gab es auch Jugendherberg in Erdhöhle. Und ich bin dann hergefahren mit dem Bus, weil sie Meile über Meile. Und dann sind wir da gestanden, dann haben wir die Landschaft schon aus dem Bus angeguckt und dachte, hey, wo ist jetzt auch? Ich bleib hocken und fahr weiter. Jetzt im Nachhinein bereisen, dass sie da in Copper Patty einmal übernachtet haben in so einer Art Höhle. Aber so ist das halt, wenn man faul ist. Also ich kann es nachvollziehen, dass man einfach mal gern hocken bleibt. Es gibt ja übrigens auch Alp in Italien. Also Alp A? Ja, Alp A. Es gibt einen Ort, der heißt Alpenge. Wie jetzt? Ich finde, das klingt schon echt schwäbisch. Ohne Witz. Also man spricht es wahrscheinlich Albenga oder so, aber es heißt Alpenge. Hast du das fotografiert? Ich kann dir einen Screenshot von Google Maps schicken. Das kann ich selber. Aber doch, das hört sich interessant an. Wie viel Leute war da zu zweit, zu dritt? Zwei plus Hund. Plus Hund, oh ja gut, der braucht auch Platz. Der Hugo muss auch dahin. Das ist ein Italiener, der muss ja wieder mal in die Heimat. Ist echt ein Italiener? Wenn der Sand sieht, dann, ja, der dreht dann total durch. Und wenn du da an dem sandigen Platz siehst, dann kommst du ab und zu mal vor wie ein paniert Schnitzel. Weil der Hund macht sich immer so Löcher, bevor er sich hinlegt. Und dann fliegt wieder mal irgendeine Ladung Sand durch die Gegend. Hast du, wie sind denn die war die am Essen im Restaurant, wie sind die Preise eigentlich?
Im Prinzip ein bisschen ähnlich wie bei uns. Also je nachdem, wo du natürlich hingehst. Okay, nun das hörst du immer wieder öfters die letzten Jahre, dass die Preise sich jetzt doch annähern mit unserer Preise. Aber apropos, was billig ist der Kaffee? Ah, das haben wir auch schon mal gehört. Ist das tatsächlich so? Ja, kostet 1 Euro oder 1,50 €. Aber Jesus Gott, das kriegst du bei uns ja nirgends mehr. Am Automat vielleicht. Oh, das ist fair. Bier, das ist Alkoholiker, Getränke, Wein und so? Gibt's auch. Preise. Du hast halt so viel getrunken, dass du nicht wisst, was du zahlst. Genau. Das ist stimmt so. Nee, auch, tatsächlich auch ähnlich wie bei uns. Muss man wieder Urlaub machen. Ich muss mal wieder raus hier aus dem Ländle, ins Ausländle. Es gab auch Weißbier. Bira Weiß hieß das gleich. Süß. Hast du dann irgendwie Paulaner gekriegt oder so? Geil. Oh, apropos Paulaner und hohe Preise. Jetzt hat ja das Oktoberfest angefangen mit diesen Maßpreisen. Also da, aber was her, interessiert uns Schwabes Oktoberfest? Genau. Das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen losgeht. Genau, die Kurve wollte ich ziemlich kriegen. Du als Cannstatter, weißt du, wie die Maßpreise sind in Bad Cannstatt dieses Jahr? Ich habe als alter Schwab habe ich schon ein Sonderangebot und mir kriegt für, weiß nicht was, 20 Euro kriegst zwei Maß und einen Gockel oder sowas. Das geht dann. Moment, für 20 Euro? Zwei Maß und einen Gockel? Vielleicht war es auch 25. Wie viel zahlen? 44. 22 Euro pro Person. Ich habe mal Soufflöse heute dabei. Ja, das ist gut so. Du, oh ja, 22 Euro, sie 44. Okay, also der Wahrheitsgehalt. Das ist für zwei Leute. Der ich habe schon mathematisch weitergedreht. Der Wahrheitsgehalt einer Aussage, wo man echt immer hinterfragen. Das ist gut, dass der Frau im Hintergrund ist. Das beruhigt mich jetzt echt. Da wurde ich nicht gelinkt von dir. Du willst von mir verlinkt werden? Ja, eher verlinkt als QR-Code. Ich kann dir einen QR-Code auf der Ranze beppen. Du weißt ja, eine große Ranze, da brauchst du viele Stifte, gell? Also nur so zur Info und so, da bin ich schon wieder dran. Aber auf jeden Fall ist okay. Die Frage jetzt ja schon erledigt. Ihr habt Gutscheine gekauft oder halt Eintrittskarte, sprich ihr gegangen? Na. Ja, als Cannstatter muss man mindestens einmal auf der Vase. Das Blöde, was mir eigentlich immer so fest erstört, ich war immer auf dem Oktoberfest, wenn der aufs Klo muss gebrannt sah. Und da steht eine Riesenschlange, das ist die Hölle. Da mal die Bierpreise beseitigt, das sagen wir ja freiwillig, aber du musst es ja nachher auch wieder brunzen und los wäre. Das hat mich abgeschreckt. Wenn du dringend aufs Klo musst, dann musst du erst durch die Leitdore drücken, dann stehst du schon lange. Das war halt auf der Wiese. Ich weiß nicht, wie es im Wasser dann ist. Du sagst ja immerhin auf dem Wasen, das ist ja schon mal gut, weil man hört hier, da dreht es einem immer die Fußnägel schon hoch, wenn dann die Leute sagen, ich gehe heute auf die Wasen. Also sagst, so, die Vasen, das ist so, ich denke, da stopft man normal Blumen rein, aber das heißt der Vase, das ist ein Platz. Kommt aber also wenn du dann im Radio hörst, der Vasen endet am so und so vielten Oktober, der endet an der König-Karls-Brücke, das ist ein Platz, Leute. Das Fest heißt Cannstatter Volksfest und das findet statt auf dem Vase. Aber Vase kommt ja ursprünglich von Wiese, oder? Ja, im Prinzip ist ein Rasen, so ein Überschwemmungsgebiet, dass wenn der Neckar überläuft, dass da halt nicht gleich in Häuser reinsaut, haben sie da halt ein bisschen Platz gelassen und das hat man dann irgendwie Vase genannt. Ah, okay. Aber um diesen Vase jetzt auch... Und dann darf man auch auf dem Vase kein Händel bestellen, weil wenn man im Schwäbischen Händel will, dann kriegt man aufs Maul. Ja, das stimmt. Jetzt gern zwei Händel. Das heißt Gegele bei uns. Gegele, ja. Gängele. Was man aber auch noch über der Vase sagen muss, der ist ja deutlich älter wie die Wiese. Gell? Den gab es ja schon vor dem Oktoberfest. Das Cannstatter Volksfest. Dachte ich. Das müsste ich jetzt googeln. Also das Cannstatter Volksfest gibt es seit 1818. Ich bin mir ziemlich sicher. Da hat der damalige König, der König Wilhelm I., jetzt kann ich mal ein bisschen rumstrunzen hier, hat zur Ermunterung des Volkes und zur Unterstützung der Landwirtschaft hat er ein landwirtschaftliches Fest gegründet. Und das gibt es, das weiß ich, seit 1818. Aber ich gebe es mal geschwind ein. Ich habe gerade googelt. Nee, ich habe Blödsinn geschwätzt. Hier steht, dass Oktoberfest geht auf das Jahr 1810 zurück. Und der Cannstatter Volksfest um 1818. Also ist der Cannstatter Vase 8 Jahre jünger. Das, und den haben wir anscheinend. Also das Fest, genau. Ja, genau. Da haben wir es erstmal gefeiert, um das Ende einer Hungersnot zu markieren. Hat es Gegelige wahrscheinlich an dem Tag. Ja, aber woher habe ich dieses in irgendwas aber denkt, dass der Vase was Besonderes ist im Vergleich zum Oktoberfest? Also was der Vase mehr hat tatsächlich ist, also wenn man es
nur an den Möglichkeiten nimmt, was man da so machen kann, ja, da hat der Vase sogar mehr Auswahl. Also die haben zum Beispiel mehr Karussells und Schausteller. Ah, okay. Na, und auf der Wiesn gibt es halt mehr Bierzelt und Remi Demi. Ja gut, da irgendwas war besonders, irgendwie, das wäre älter, schade eigentlich. Aber gut, dann ist es halt so, das ist ja Kopf durchgesprungen. Aber dafür geht es leider. Kein Mensch will älter sein. Wir sind viel jünger als die auf der Wiesn da. Ja gut, das ist recht. Das kommt immer die auf die, Dackel da. Die Perspektive drauf an. Wie ist denn das? Du kennst dich doch da ein bisschen aus als Cannstatter. Die Bayern haben ja immer ihre Lederhose und kommen dann in ihre Originaltracht. Also was, mit was für einer Tracht müsstet eigentlich die Cannstatter kommen, wenn sie eine Originaltracht tragen würdet? Ob die Münchner tatsächlich Originaltrachten anhängen, das wage ich ja zu bezweifeln, weil das ja alles nur so stilisierte Trachten sind. Das ist halt eine Lederhose und da haben sie womöglich nur karierte Hemdmittel an. Und man kann sich das angucken, da ist ja jedes Jahr der wunderschöne Cannstatter Volksfestumzug. Da kommen so rund 100 Gruppen und ich weiß nicht wie viele Trachtengruppen, da sieht man auch so ganz original schwäbische Trachten. Die sind aber natürlich genauso unterschiedlich, wie bayerische Trachten auch unterschiedlich sind. Es gibt ja nicht die eine bayerische Tracht oder die schwäbische Tracht, sondern das sind halt von Örtle zu Örtle ganz unterschiedliche und nur am Rande was damit zu tun, was dann nachher die Leute auf dem Wasser oder auf der Wiesn anhaben. Aber du als muss es wiederholen, damit es Leute mal genau wahrnehmen. Du als Original Cannstatter, du kannst doch jetzt bestimmt sagen, wie war denn das vor 30, 40 Jahren mit dieser ganzen Trachte auf dem Cannstatter Volksfest? Die gab es ja vorher nicht so in dieser Menge, wie sie heitragen wird. Oder da ist mir da. Dass man vor 30 Jahre, keine Ahnung, das eher selten gesehen hat, das stimmt schon. Also man hat sich vielleicht auch schon früher hübsch rausputzt, um aufs Fest zu gehen, das schon. Aber dass man dann irgendeine Lederhose anzogen hat, das hat sich irgendwann mal ergeben. Da hat einer der großen Wirte da Aktion gemacht und hat gesagt, wer bei mir mit Tracht oder Lederhose kommt, der kriegt irgendwie ein Freibier, keine Ahnung. Und dann hat sich das so langsam etabliert. Ach so, okay. Und irgendwann mal ist fast schon immer wegzudenken. Also in der Zeit, selbst wenn du nicht aufs Volksfest gehst, dann triffst du trotzdem irgendwo in der Stadt irgendjemand, der mit Lederhose irgendwie gerade nachfährt oder der dann irgendwo betrunken aus der S-Bahn wieder raustorkelt. Ich erinnere mich immer noch dran, wo ich früher noch auf so Festzelter-Gedöns Veranstaltungen unterwegs war. Da hat es eigentlich immer dann früher oder später gewalttätige Schlägerei gegeben. Und jetzt, wenn mich mal interessiere, diese Trachte und Trachtprügel, hast du da irgendwie Ahnung, wie so Trachtprügel, hängt das irgendwie da damit zusammen? Jetzt, wo du sagst, können ich mir das gut vorstellen, ja. Dass sie im anderen nach dem Leben trachtet. Du meinst, von der Trachtprügel bis zur Prügeltracht ist es nicht weit. Ja, hängt jetzt, müssen wir einmal recherchieren, ob das zusammenhängt. Was gibt es denn da bei euch so für Festler auf dem Land da draußen? Ach, leider nicht mehr so viel. Ich in letzter Woche mitgekriegt, da war auf der einsamen Alp irgendwo das Sichelhänkefest. Das hört man immer wieder, Traditionsfest. Und das muss gut gewesen sein. Ich habe ein paar Leute kennen, wo dort waren, also muss gut Party gewesen sein. Ja, und sonst gibt es halt. Was heißt das Sichelhänke? Das ist doch irgendwie, hat doch irgendwas mit der Sichel, dass man wahrscheinlich da irgendwie das Korn oder was auch immer abgesägt hat, oder? Woher kommt das? Gucken wir mal, was das Sichelhänke ist. Da, Wikipedia. Oh Jesus Gott. Sichelhänke, auch Sichelegge oder Sichelhängeze genannt. Oh Jesus Gott, so. Sichelhängeze. Ja, ich war besser. Ist ein Erntefest, das vor allem in Süddeutschland so genannt wurde. Volksfest ist aber Erntefest. Was mir auch gefällt bei uns, ist Fellbacher Herbst. Das ist auch im Prinzip Wein. Erntefest. Ein bisschen Wein. Kleiner, aber weinlastig, ja klar. Im Sommer war ich, weißt du, hast schon mal gehört, Mark Gröningen, Schäferlauf? Ja, ja, der ist bekannt. Ich kenne es halt nur, wenn es im Fernsehen immer komisch in der Landesschau oder so. Aber ja, aber das ist total Netzfestle, was die da machen. Also davor abgesehen, dass das ein witziger Wettbewerb ist, wenn da die Schäfersleute, da muss ja irgendwie mit dem Schäfereiberuf zu tun haben und muss da irgendwie entweder Tochter oder Sohn von irgendeiner Schäfersfamilie sein. Sagen oder damit, ich glaube, Schäfer Azubi. Oder du bist ein Schafsäckel. Und dann darfst du da bei dem als Schafsäckel. Wir zwei hätten gute Chance. Also, ja, das sollten wir mal hin. Als Schafsäckel aufstellen zum Nachhinein. Wir bewerben uns nächstes Jahr in Mark Röning als Schafsäckel. Genau, das ist dann der Schafsäckellauf, der kommt ganz zum Schluss. Aber Toslaber doof. Das Doppelfeld rennen. Ja, du bist eh schneller wie ich, aber ich mache mir Flurschaden.
Ich acke gleich oben im Rennen. Wieso willst du, wo nach Futter sucht? Nach 50 Metern muss man dich ausgraben, oder? Ja. Ich habe Kopfkino. Oh, jetzt kriege ich Gänsehaut. Aber nur, weil das Bier gleich leer ist. Und ich könnte zwar jetzt mehr haben. Ach so, ich dachte, du wärst allergisch gegen Radler. Nein, ich bin jetzt allergisch gegen das, dass es das Letzte ist und das Einzige, was ich im Haus getan habe. Ah je, und Tankstelle hat schon zu? Wir haben keine Tankstelle, ich wohne auf der Alp. Da tankst du auch immer, wenn du irgendwo im Unterland bist, Zreitlinge oder so, und dann musst du es heben Woche. Nee, Quatsch, aber ich müsste jetzt sehr 50 Kilometer fahren zum Tanken. Ich kann nicht zu einer Tanke laufen. Wie ihr das so kennt. Doch. Was können wir denn jetzt den Leuten in Aussicht stellen, dass wir das nächste Mal vielleicht wieder ein bisschen mehr Content bringen, weißt du, so ein bisschen mehr so Wissenswertes über das Schwabeländle, damit es zu unserem Titel besser passt. Es geht ja über so ein Schwabeländle, es geht ja darum, dass wir Schwäbisch schwätzen. Es ist ja auch Kulturgut, Schwäbisch zum Schwätzen, weil es nur über Schwabeländle kennt, auch mal irgendwie langweilig sein. Oder nur über schwäbisches Essen zum Schwätzen, weiß ich, weil über Bauchspeck in der Linse drin. Kann man auch drüber diskutieren. Ja, hoffe, ich krieg schon wieder Hunger. Jetzt, warum du sagst, scheint das Bild ja, auch wieder. Ja, auch nicht Bild, immer. Ja, kriege ich auch Hunger. Wenn man halt dauernd über Essen schwätzen täte, dann hätten die Leute immer eine Pfütze in der Gosch. Das ist auch gut. Und das darf man nicht. Aber wir wollten doch mal über schwäbische Prominente, so wie über der Karl Lemmle und die Gründung von Hollywood und solche Sachen. Spezielle Promis, die die Welt bewegt haben. Da fallen uns ein paar ein, da werden wir sehen, was uns alles einfällt. Und, ja, und wenn euch irgendwas einfällt, könntet ihr uns ja irgendwas auch zurückschreiben und sagen, macht mal was über den oder über jenes. Wir sind ja interaktiv, wenn man so will. Hast du jetzt interaktiv oder interaktiv gesagt? Du meinst, das Netz der netten Inder bietet mehrere Möglichkeiten, ich glaube, das hast du interaktiv zu sein. Aber jetzt komme ich schon aufs Essen, ich muss mal indisch essen gehen, ich war noch nie indisch essen. Du darfst einfällt Fehler nicht machen beim indisch Essen. Irgendwas bestellen, was scharf ist. Ah, da bin ich allergisch dagegen. In Sigmaringen gibt es einen Inder. Ich darf, muss man nach Sigmaringen gehen. Oh, Sigmaringen, Semmeringen, wollte man auch mal was machen. Das würde ja sogar passen mit dem indischen Restaurant am Besuchen oder so. Dann gehen wir zusammen nach indisch Essen in Semmeringen. Oh, das wär's doch, oder? Taj Mahal in Semmeringen. Ah, du touch mein Hall, also touch mein Hall. Also jetzt wird's hier touch me, I wanna feel your body. So, jetzt kommen wir aber zurück auf, wo sind wir stecken geblieben, über prominente Schwaben. Genau, und dass die Zuhörer unserer Bitte auch uns was zukommen lassen, wenn sie eine Idee haben, über welche prominente Schwabe, die Welt bewegt sind, so wie das wie zum Beispiel der Roland Emmerich oder so, mit Independence Day und solche Filme. Ja, dass man über solche Menschen reden können und uns unterhalten. Schickt uns doch über Facebook was, wo ihr den Podcast hört, oder über YouTube, da haben wir sie auch gehostet. Kann mir ja was in die Kommentare reinschreiben. Wo haben wir rumgehostet? Gehostet. Wir hostet ja unseren Podcast immer irgendwo. Also, wir machen jetzt nächstes Mal was über den Touch Mal Schwäbisch Hall und Touch Mal Semmering. Ja. Damit man wieder irgendwas fortmacht. Wie damals, als man versucht, in der engsten Straße der Welt ein Durchkommen zu finden. Oh, da wird irgendwas noch mein Leben sehen, dass ich da irgendwann mal durch was. So spielst du aber die Häuser mit verschieben. Mit Anlauf klappt es. So spielst du aber die Häuser verschieben. Ja, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir lang genug ausgehalten mit uns zwei Dackel. Ja. Mit unserer Logorö. Hat das nicht was mit Ausscheidungen zu tun? Doch, weil du kennst ja Diarö. Ja, genau. Also wenn da so einfach so ein Fluss rauskommt, wo du dann einfach die ganze Zeit und wenn das weiter oben rauskommt, dann wäre das ja Logorö. Also quasi Kotze. Nein. <Ist er? lacht> Sprechdurchfall. Also, Sigeli. So, als Sigeli. Ja, also gut. Dann war das jetzt Aufruf an unsere Zuhörer, dass sie interaktiv mit uns jetzt und in Zukunft zusammenarbeiten. Yippie! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und ade. Halleck mir am Arsch.